13.05.2021. Der Filvo ist in Zerkal und läuft die Tour 22 von Naturaktiv erleben. Naja, laufen das erste Stück relativ. Wir müssen hier über die Wiese erstmal rauf auf den Waldweg, der uns ins Kalltal hineinführt. Da kommen wir nachher zurück von unserer 19 Kilometer Runde. Aber jetzt geht's erstmal hier ins Kalltal hinein, rauf nach Schmidt. Und bis dorthin ist die Tour identisch mit dem Wildnistrail. Kann man also das Katzensymbol als Wegweiser nutzen. Da haben wir die Kall und da haben wir die Anlagen, die zur Papierfabrik Zerkal gehören. Nee, den schönen Wiesenweg lassen wir rechts liegen. Da vorne ist schon der Abzweig hoch nach Schmidt. Wir verlassen das Kahltal schon wieder. Jetzt kommt erstmal ein schöner, schmaler Weg, dessen einziger Nachteil ist, dass er ziemlich steil jetzt hier raufführt. Eine Kreuzung voraus, Landstraße in Hörweite und fast, nee, Autos sind nicht hoch genug, um sie sehen zu können hinter dem Walder. Jetzt sind wir endlich auf der Höhe angelangt und laufen jetzt nach Schmidt rüber. So, Schmidt ist in Sicht. Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite der Landstraße und über die Felder Richtung Ort. Schon mal ein Blick ins Tal, das wir gleich queren werden. Denn am Ortsanfang geht's links runter. Sprich, da vorne, der Ecke. So, hier müssen wir jetzt aufpassen in den Serpentinen. Da geht der Wildnistrail nämlich jetzt rein. Wir müssen aber hier die Schleife machen. Und da sehen wir auch zufällig schon den nächsten Abzweig. Wir müssen nämlich dann da rauf. Da kommen wir wieder auf offenes Land. Das ist mittlerweile auch offenes Land. Das ist schon interessant. Hier musste unverhofft wegen dem Borkenkäfer massenhaft Holz geschlagen werden. Und dann erzählen die uns, dass weltweit die Holzpreise steigen. Also irgendeiner hat da bei BWL nicht aufgepasst oder die bescheißen uns. Da liegt der Überschuss und dann erzählen die uns was von Knappheit, ne? Also bis da oben müssen wir noch. Dann geht's links am Waldrand entlang. Jo, da ist unser Weg. Am Waldrand entlang. Ja, das geht hier halb links, aber es geht hier tatsächlich geradewegs weiter hier entlang. Jawohl, das ist tatsächlich der Weg. Und hier geht's wirklich über die Wiese weiter. Vorne auf den Weg und dann rechts hoch zum Parkplatz Scheidbaum. Parkplatz, den können wir auch überqueren. Da kann man sich orientieren.
und dann weiter hier am Waldrand entlang. So, wir nähern uns der nächsten Kreuzung. Da geht es halb rechts hoch. Da oben gleich wieder links und dann vor diesem Wäldchen entlang. Das ist wieder eine Stelle, wo wir auf den Wildnistrail treffen. Hier rechts, da vorne links. Erst noch ein Stück die Schneise hier entlang. Da kommt sie schon in Sicht. Die Kreuzung, an der wir links abbiegen Richtung Blähens. Ja, hier lassen wir alles links und rechts liegen. Einen Stein. So, noch ein kurzes Stück, dann müssten wir wieder navigieren. Aha, das ist die Gabelung. Hier teilt sich der Weg, der kommt später unten wieder zusammen. Die Tour nimmt den rechten Arm. Ja, nachdem das erste Drittel ziemliche Anstiege hatte, tut das gut, jetzt hier mal sanft bergab ein bisschen genießen zu können. Ja, es wird ein bisschen steiler. Wir kommen ins Ruhrtal hinunter. Da sind wir hergekommen. Das ist der andere Weg. Man kann ja so beide Routen nehmen und kommt dann hier wieder raus. Der andere Weg ist auch schön. Da sind wir beim St. Hubertus. So, am Hubertus links mit Blick auf die Blenzer Felsen im Hintergrund. Und das beschauliche Örtchen Blähens. Dann dürfte das hier irgendwo das Gebiet sein, wo die das Neubaugebiet planen. In etwa der Größe des Ortes selbst. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass die Blänzer davon nicht so begeistert sind, wenn sich plötzlich die Bewohnerzahl verdoppelt. Wer wie ich beobachten konnte, wie das aussieht, wenn Neubaugebiete auf Volkslaufstrecken zum Beispiel treffen, dann ist es sehr schnell vorbei mit dem Ortsleben, der örtlichen Kultur, wenn die Leute dann pünktlich sonntags zum Brötchen holen fahren müssen, auch wenn Volkslauf ist. Verkehrsanbindung, wie ich die Stadtplaner kenne, wahrscheinlich dann mitten durch den schmalen Ortskern. Ich habe ohne Abitur, würde ich ja sagen, die Verkehrserschließung von Hausen vom Campingplatz kommen zu lassen. Naja, irgendwie kriegen sie schon vermasselt. Wir müssen aber nicht durch den Ort. Da haben wir die Schutzhütte. Und dann da ins Tal, da müssen wir rauf. Allerdings nicht der Weg, den wir da sehen, sondern auf der anderen Talseite. Ja, das ist einer der Wege hier auf dem Berg, aber wir nehmen halt den Weg hier im Tal. Etwas sanftere Steigung, als direkt da hoch zu kraxeln. Guck mal, Dominobäume. Ja, sanfte Steigung, breiter Weg. Der würde uns auch wieder zum Parkplatz Scheidbaum zurückführen. Aber wir werden vorher rechts abbiegen. Ja, nicht irritieren lassen, es geht weiter hier rauf. Weit kann es nicht mehr sein. Dann biegen wir rechts ab. Komm, sag ich's, bin ich schon da. Ich hätte jetzt gedacht, hinter der Ecke erst. Aber mein Orientierunsinn hat mich mal wieder ein bisschen getäuscht. Hier geht's schon rein. Und der nächste Abschnitt sieht wieder etwas rustikaler aus.
So, hier oben auf dem Knipp darf ich mich nicht von diversen Linien auf dem Ausdruck täuschen lassen. Der eine Weg scheint da oben zu enden, der scheint gar nicht da zu sein, der ist gar nicht eingetragen. Da geht's jetzt wieder runter Richtung Blains. Da steht's auch dran. Und wir müssen hier auf der Höhe bleiben. Gleich um die Ecke die Bestätigung. Nämlich der Pilz. Und da geht's dann rechts weiter. Ah, die Schranke ist weg. Jetzt kann man wieder durch. Ne, da hinten ist sie noch. Ja, ist eine Schande, was die hier an schönen Wegen zugemacht haben. Seit das hier Nationalpark ist. Ja, der alte Weg, das war dann auch die Linie, die ich hier gesehen habe. Ah, Orientierunsinn mal wieder. Ja, der Weg ohne Schranke ist noch da. Ich weiß, wo das rauskommt. Jetzt ist es nicht mehr weit. Dann haben wir ein paar Kreuzungen zu überqueren. Hier geradeaus über den Wildnistrail drüber. Und dann kommt nach ein paar Metern. Aha. Nächste Kreuzung und auch da eigentlich geradeaus. Ich glaube, das Doppelding ist mir jetzt hier unter der Linie verschwunden. Das zweite war nicht das. Ich habe nämlich gewundert, warum es nicht geradeaus weitergeht. Dann bin ich jetzt auf dem Ding hier. Und der nächste Querweg ist dann... Ist er vielleicht gar nicht existent hier? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier jetzt runter Richtung Brück muss. Vorne links. Als ich das letzte Mal hier war, da war das noch nicht frei gebuddelt. Da ist das Gegenstück. Dann bin ich jetzt an der Ecke. Dann war das richtig. Ich habe nur jetzt eben die Linie hier auf der Karte nicht sofort mit der Realität in Übereinstimmung gebracht, da oben an der Ecke. Aber hier geht's jetzt immer wieder auf den Wildnistrail nochmal gekommen bis unten. Das ist der breite Weg runter ins Tal. Das ist richtig. Da oben, da war der von Menschenhand geschaffene Viehsteich oder was das darstellen sollte. Und hier haben wir ein Biberdamm. Vorsicht mit dem Schwung. Wir müssen zwar rechts das Tal runter, aber nicht auf dieser Seite. Gehen erst noch mal ein Stückchen nach links und wechseln auf die andere Talseite. Holzmangel voraus. Jetzt geht's rechts herum. Ja, hier im Nationalpark wird ja das tote Holz nicht geerntet. Vielleicht kommt der Holzmangel ja daher zustande, wenn man das hier ja nicht nutzt. Ich glaube, die nehmen die Seite des Tals, weil der Weg ein bisschen schmaler ist. Ich glaube, drüben, das ist volle Waldwegbreite. Und hier ist es ein bisschen gemütlicher. Kurz vor Brück kommen wir aus dem Wald mit Blick auf die Burg Niedeggen und die Niedeggener Felsen. Ja, es ist Asphalt, aber keine Angst, so wie wir links auf den Asphalt eingebogen sind, biegen wir da vorne links auch wieder ab und machen da die Schleife oben am Waldrand entlang zur Hütte. Die Schleife beschert uns zwar noch ein paar Höhenmeter, belohnt uns aber mit einem Blick ins Ruhrtal. Eine kleine Bremsrampe vor der Straßenquerung. So, für die Normalwanderer ist das da geradeaus eine Sackgasse. Für mich ist das eine Gelegenheit, wo ich auf Pi mal Daumen 6 Kilometer
einen Trail basteln könnte, mit dem ich den meisten Leuten jeden Spaß am Trail von ihm verderben könnte. Naja, stimmt, hier haben wir auch nochmal ein kleines Stück Asphalt. Hier müssen wir nochmal links. Na, geradeaus kommen wir an eine Landstraße. Deshalb bleiben wir hier links auf dem Weg. Das ist wieder der Weg, der ins Kalltal reinführt, auf den wir vorhin eingebogen sind am Start. Kurz zum Ziel, nochmal eine leichte Welle. Aber hier ist wieder unser Einstiegspunkt. Nur noch über die Wiesen zum Parkplatz runter.